Die chinesischen Technologieaktien sind stark unter Druck gekommen. Eine Aktie ist besonders stark unter Druck gekommen und dafür haben wir da jetzt aber eine Sondersituation. Und wir haben als Anleger vielleicht sogar die Chance auf ein Übernahmeangebot mit einem deutlichen Aufschlag zum aktuellen Kurs. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Nachdem Sie auf dieses Video gegangen sind und dafür schon mal vielen Dank, da haben Sie vorher irgendeinen Werbespot gesehen. Ein Spot, der eben maßgeschneidert ist auf Sie und Ihre Vorlieben. Bei mir war es allerdings so, dass ich ziemlich lang fast ausschließlich Spots bekommen habe von einem von diesen Essenslieferdiensten. Und da war ich dann persönlich fast schon ein bisschen beleidigt, weil erstens mache ich vielleicht auf YouTube den Eindruck, dass ich den ganzen Tag nur Videos glotz und mir dann abends Essen kommen lasse. Okay, wahrscheinlich ja, irgendwie. Aber zweitens, noch schlimmer, glaubt YouTube wirklich, dass ich nur darum, weil ich meistens Finanzvideos schaue, dass ich nur darum moralisch schon so verkommen bin, dass ich wirklich was bei jemandem bestellen würde, der derart die Leute ausbeutet? Ja, die asozialen Anleger. Und da soll man sich dann nicht digital diskriminiert fühlen. Man kann das natürlich alles sehen, wie man will. Und ungeachtet dessen ist es ja auch so, je digitaler und je potenziell asozialer so ein Geschäftsmodell ist, desto heißer begehrt sind meistens die Aktien. Und ein Klassiker dafür sind auch die berühmten Fahrdienstleistungsanbieter oder Ride-Hailing-Anbieter, wie man so schön sagt. Geschäftsmodelle, die natürlich heiß diskutiert werden, gegen die es auch viel Widerstand gibt. Und im Grunde sind das ja alles eigentlich nur Apps und Plattformen, aber mit einer hohen Reichweite. Und die Aktien sind stark gefragt. Also denken Sie an Uber Technologies, trotz dem Rückgang in den letzten Monaten immer noch einen Börsenwert von 77 Milliarden Dollar. Oder auch an Grab, dem großen Anbieter aus Südostasien. Letzte Woche an die Nasdaq gegangen, über so einen SPAC, also so ein leeres Investmentvehikel mit einer Bewertung von knapp 40 Milliarden Dollar. Die größte SPAC-Transaktion aller Zeiten. Grab schreibt man übrigens Grab, was dann hoffentlich kein böses Omen ist für die Anleger. Oder aber vielleicht denkt man ja auch an den größten Anbieter aus China. Didi Chongqing, inzwischen in New York an die Börse gegangen als Didi Global. Die US-Anleger müssen das, was sie kaufen sollen, ja auch irgendwie aussprechen können. IPO war dieses Jahr Ende Juni mit einer Bewertung von 73 Milliarden Dollar. Und am Anfang war der Markt da ja auch schwer begeistert. Allerdings, die Freude war dann auch ganz schnell wieder vorbei. Die Aktie hat sich zeitweise mehr als halbiert und der Börsenwert ist jetzt auch nur noch bei 38 Milliarden Dollar. Klingt ein bisschen unfair, wenn man bedenkt, dass Didi Global 490 Millionen aktive registrierte Nutzer hat. Uber hat davon nur ungefähr ein Viertel. Und Didi ist aktiv in 15 verschiedenen Ländern, in 4000 Städten, auch in Russland, Japan, Lateinamerika, Afrika, aber hauptsächlich natürlich in China. Didi hat im letzten Geschäftsjahr bis Ende März trotz Corona-Krise einen Umsatz erzielt von 21,6 Milliarden Dollar, ist mehr als dreimal so hoch wie der Umsatz von der letzte Jahresumsatz von Uber von 6,8 Milliarden Dollar. Aktuelle Zahlen haben wir noch nicht von Didi, aber das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist da wahrscheinlich so bei 1,5 bis 1,7 und dagegen bei Uber ist es schon bei über 5. Mit anderen Worten, ähnliche Unternehmen eigentlich, aber Didi Global ist deutlich attraktiver bewertet. Im Übrigen sind es keine Wettbewerber, ganz im Gegenteil. Uber hält 12,8% der Anteile von Didi Global, hat die 2016 bekommen im Tausch gegen das China-Geschäft von Uber. Und ein anderer Großaktionär ist Softbank aus Japan mit 21,5%. Und hier der Chart von Didi Global seit dem IPO.
Wenn man jetzt an so verrückte Sachen glaubt wie Charttechnik oder sowas, dann könnte man sagen, okay, wir haben hier jetzt wenigstens wieder sowas wie eine Bodenbildung oder so seit ein paar Monaten, also auch eine Art Seitwärtsbewegung. Immerhin, die Aktie ist es also zumindest nicht mehr im freien Fall. Aber insgesamt ist die Kursentwicklung natürlich schon deprimierend gewesen und viele Anleger haben da wahrscheinlich auch viel Geld verloren. Und das auch nicht ohne Grund, leider. Es hat ja viele chinesische Technologieaktien hart erwischt, weil die chinesische Regierung ja auch hart gegen diese Unternehmen vorgegangen ist teilweise, wird inzwischen gern bezeichnet auch als strengere Regulierung. Da ist es inzwischen ein bisschen ruhiger geworden. Und was jetzt andere Technologieriesen aus China betrifft, so wie Alibaba, Tencent, JD.com und so weiter, die haben jetzt ja inzwischen auch Zahlen vorgelegt. Und da verweise ich nochmal auf unseren Zukunftsmärkte-Report, den wir vorgestern verschickt haben zu diesen Unternehmen. Sie können da jederzeit ins Archiv gehen und das nachlesen, so wie alle anderen Reports auch. Und die Reports von uns sind ja gratis. Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Wir kriegen aber eben auch immer mehr Mails, in denen wir dann gefragt werden, wo bleiben denn jetzt eigentlich meine Reports? Und darum ist es wichtig, dass ich es hier auch nochmal sage, Sie müssen in der Bestätigungsmail, die Sie kriegen von uns, auch eben nochmal bestätigen, dass Sie die Reports auch wirklich haben möchten, weil sonst dürfen wir Ihnen absolut gar nichts mehr schicken, selbst wenn wir es noch so wollen würden. Also erst eintragen www.zukunfts-märkte.de und dann nochmal bestätigen und der Link ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Also viele Technologieaktien hat der Bannstrahl getroffen aus Peking, aber es gab wenige, bei denen es derart dramatisch war wie bei DiDi Global. Und im Nachhinein war dieser ganze Börsengang im Grunde ja auch eine Farce. Also man stelle sich vor, Didi wollte an die Börse gehen in New York, hat das auch vorbereitet und man hat eigentlich ganz genau gewusst auch, dass es in China Gesetze gibt, schon seit 2020, dass wenn Unternehmen bestimmte Mengen an Daten haben und die sammeln und dann auch noch ein Auslandslisting planen, dass das eben nochmal ganz ausdrücklich genehmigt werden muss in China. Das wusste man, es hat sich nur keiner drum geschert. Sie haben das Problem aber gekannt. Sie haben das sogar auch in Ihrem Prospekt reingeschrieben, ausführlich, dass es viele Städte gibt in China zum Beispiel, wo Sie noch gar nicht die Genehmigung haben, die Sie eigentlich haben müssten. Und auch, dass es zwei Treffen gegeben hat mit chinesischen Behörden im April und im Mai. Und dass man nicht sicher ist, dass man den Regulierungsanforderungen überhaupt genügen kann. Und nach dem Börsengang, da ist dann auch noch rausgekommen, dass die Behörden in China schon vorher gewarnt haben und schwer abgeraten haben davon, dass man dieses Listing jetzt so schnell durchzieht. Und sie haben es aber trotzdem gemacht. Sie und die Emissionsbanken Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, die haben diesen Prospekt so vorgelegt und die US-Börsenaufsicht SEC hat das auch genau so durchgewunken. Also genau die Behörde, die gleichzeitig seit über einem Jahr sagt, dass man die ganzen chinesischen Aktien eigentlich alle delisten müsste in den USA, weil sie ja nicht den Regularien entsprechen. Und da muss man sich schon langsam mal fragen, ob die alle noch ganz sauber sind. Also im Ernst. Und als sie den Börsengang dann aber durchgezogen haben, da kam es dann aus Peking natürlich ganz, ganz dick zurück. Und die Cyberspace-Behörde in China, also die heißt wirklich so und die ist für die chinesischen Technologieunternehmen im Moment so eine Art Todesstern. Die hat dann eben Untersuchungen angekündigt, die hat auch viele Apps von Didi gesperrt auf vielen App-Stores und es können sich jetzt auch keine neuen Kunden mehr anmelden bei Didi. Die ganzen alten Kunden, die haben sie noch, zum Glück, aber es gibt jetzt keine neuen Kunden mehr. Das ist natürlich schon hart.
Und das Ganze ist aber natürlich immer so dargestellt worden, dass das so eine Art überraschende Rache war aus China, so im Nachhinein sozusagen. Aber heute wissen wir, das Ganze hat sich durchaus abgezeichnet. Es war nur ein Wurscht. Haben die Anleger halt wieder Geld verloren. Mein Gott, was soll's. So weit, so schlecht. Aber jetzt passiert Folgendes. Es gibt wieder Gerüchte, und zwar diesmal von Bloomberg unter Berufung auf Quellen, die dann eben da wohl mit der ganzen Sache vertraut sind. Und es sei jetzt so, diese ganzen Einschränkungen für die könnten jetzt wieder aufgehoben werden. Aber die Voraussetzung ist, dass die von der Börse New York verschwinden soll. Also sozusagen ein Delisting durch das Unternehmen selbst. Und das Gerücht geht jetzt schon zum zweiten Mal rum. Vor einem Monat oder so hat das Wall Street Journal schon mal ähnlich gemeldet. Didi hat das damals dementiert. Und jetzt haben wir das Ganze aber schon wieder. Und die Anleger, die hat das letzte Woche erstmal entsetzt, kurz wegen dem Delisting natürlich. Also die Aktie ist gefallen, aber seit gestern steigt sie wieder. Und zwar gegen den Trend, gegen den allgemeinen Trend bei China-Aktien und gegen den allgemeinen Markttrend. Und das Interessante ist, diesmal gibt es eben auch Details, wie das Ganze angeblich dann aussehen soll. Option 1, erstmal ein Dual-Listing in Hongkong und danach Abschied aus New York. Ist für viele amerikanische Anleger jetzt auch nicht besonders schön, das ist schon klar. Aber wenn man wirklich mal drüber nachdenkt, dann muss man schon sagen, wo ist eigentlich jetzt wirklich das Problem dran? Ich habe hier schon einige Videos gemacht über dieses ganze Delisting-Thema da in den USA von China-Aktien. Das ist auch noch nicht vom Tisch. Aber wenn sowieso nach wie vor die Möglichkeit besteht, dass die China-Aktien in den USA irgendwann mal alle vom Kurszettel gestrichen werden, was spricht dann gegen ein Unternehmen, das das eben jetzt schon aktiv vorantreibt? Und der eleganteste Ausweg, das ist ja sowieso jetzt schon der, dass man sich eben auch in Hongkong listen lässt. Das haben ja schon viele gemacht, auch als Rückversicherung, falls es dann in New York eng wird. Das ist anlegerfreundlich. Nur bei Didi Global, da wäre es dann eben so, dass die nach Hongkong gehen würden dann und sich dann aus den USA anschließend aktiv selbst verabschieden würden. Aber für Anleger und gerade auch für deutsche Anleger, da wäre das eigentlich verschmerzbar, meiner Meinung nach. Sie können dann ja die Aktie wechseln. Und dafür gibt es dann aber im Gegenzug die Chance auf die Aufhebung von diesen Restriktionen. Also wenn man es ganz nüchtern betrachtet, es wäre ein Gewinn. Und ich finde es aber auch ausgesprochen interessant, muss ich sagen, dass in der Konstellation anscheinend schon der Wechsel nach Hongkong wirklich dafür reichen würde, dass die Restriktionen wegfallen. Also man darf da sehr gespannt sein. Aber wenn es so kommt, dann ist die Aktie in Hongkong mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr wert als jetzt die Aktie in New York. Es gibt aber noch eine zweite Option, angeblich. Nämlich Privatisierung, Übernahmeangebot und danach Delisting. Und das Besondere dran, jetzt passen Sie auf, der Übernahmepreis, den Bloomberg genannt hat, der sei explizit 14 Dollar pro Aktie. Und gestern war die Aktie noch bei unter 8 Dollar, das heißt theoretisch ein Kurspotenzial von fast 80%. Warum sollten die so einen hohen Aufschlag zahlen? Erstens, stemmen könnten sie es, wäre jetzt nicht so das Problem. Sie müssen ja nur die 6% der Aktien zurückkaufen, auch die sie vorher emittiert haben. Und dann könnten sie aber wirklich machen, was sie wollen. Also sie könnten die dann zum Beispiel auch gleich nach Shanghai bringen an die Börse, dann mit einer viel höheren Bewertung. Also sie würden wahrscheinlich schon einen Gewinn noch damit machen. Aber der wahrscheinlichere Grund und auch der einleuchtende Grund, der da genannt worden ist, das ist der, 14 Dollar pro Aktie ist fair. Die meisten Anleger haben ja wahrscheinlich viel Geld verloren. Und wenn man nicht mindestens den Ausgabepreis zahlt von damals, dann gibt es wahrscheinlich eine riesen Schlammschlacht. Dann gibt es Sammelklagen, Streitigkeiten über Ländergrenzen hinweg und das dauert dann wahrscheinlich alles Jahre. Und es gibt ja auch sehr viele starke Einzelaktionäre, Uber, Softbank,
die wollen das sicher auch nicht, dass sie da über den Tisch gezogen werden. Und insofern ist es nicht völlig abwegig, sage ich jetzt mal. Wenn Sie mich jetzt fragen, ich glaube, das Dual Listing in Hongkong, das ist die Variante, die wahrscheinlicher ist, auch wenn es dann auch länger dauern wird. Aber ich würde die Privatisierung auch nicht komplett ausschließen. Und letzteres wäre sehr interessant für den Anleger, das erstere wäre halbwegs interessant. Und wir haben jetzt aber unterm Strich eine kleinere Chance, zumindest auf ein Übernahmeangebot, und eine größere Chance auf ein Dual Listing, aber auch das mit einem zumindest überschaubaren Kurspotenzial wahrscheinlich. Entscheidend ist einfach nur, dass jetzt irgendwas passiert und dass die diese harten Strafen und diese harten Regularien wieder loskriegt. Die Aktie ist spekulativ, das ist überhaupt keine Frage, und ich will sie da natürlich auch nicht reintreiben. Wir wissen nicht, ob an diesen neuen Gerüchten jetzt wirklich was dran ist. Und abgesehen davon, das Geschäftsmodell an sich ist ja auch spekulativ. Didi ist operativ zwar profitabel, also das Problem haben wir in dem Fall nicht, aber wie schon gesagt, Ride-Hailing kann eben potenziell gesehen werden als asoziales Geschäftsmodell, was die Vergütung der Fahrer betrifft jetzt zum Beispiel. Und wie ich schon ausgeführt habe neulich in einem anderen Video, Peking mag keine asozialen Geschäftsmodelle. Also es gibt einige Unwägbarkeiten da natürlich auch nach wie vor. Und was ich mit dem Beitrag hier jetzt eigentlich bezweck, so wie mit jedem Beitrag hier, ich will einfach nur mal aufmerksam machen auf eine Konstellation, die einfach interessant sein könnte. Und ich glaube, abgesehen davon auch, dass man mit jeder Aktie, mit der man sich mal näher beschäftigt, ein bisschen, dass man da auch immer ein bisschen was lernt und auch ein Gefühl dafür bekommt, was alles passieren kann und wie spannend es an dem Börsen ist auf der einen Seite, aber eben auch manchmal wie tückisch, völlig egal schon, ob das jetzt in China ist oder anderswo. Und nächste Woche, da geht es hier um Ölaktien. Wir haben die letzten Tage einen dramatischen, harten Ölpreiseinbruch gehabt, minus 15% innerhalb von einer Woche. Und wir stellen uns die Frage, ob das vielleicht schon wieder eine Einstiegschance ist. Würde mich freuen, wenn Sie da dann auch wieder dabei sind. Am besten Kanal abonnieren, dabei dann auch auf die Glocke drücken. Dann werden Sie eben auch gleich benachrichtigt, wenn neue Videos von mir da sind, und verpassen dann auch nichts mehr. Auch nicht dann eben das Video zu den Ölaktien nächste Woche. Und was jetzt YouTube betrifft, Werbung für Lieferdienste kriege ich schon lange nicht mehr. Jetzt kommt ständig Werbung für Peloton, also Sie wissen schon, dieses Fitnesstraining für zu Hause. Und ich will es mir hier jetzt gar nicht verscherzen mit unseren Werbetreibenden, aber ich muss schon sagen, auch diese Werbung hat mich wieder schwer gedemütigt. Der Algorithmus von YouTube, der denkt sich jetzt natürlich, gut, jetzt hat er jahrelang hier Essen bestellt, hat sich so richtig eine Corona-Wampe angefressen, jetzt muss er eben einfach aufs Speedbike. Und wie vieles im Leben, es hat einen wahren Kern. Aber abgesehen davon, und das ist wieder das Diskriminierende, abgesehen davon denkt YouTube eben auch, ja, das sind hier eben Aktienfans, also Freaks, und die können sich wahrscheinlich alle nichts Schöneres vorstellen, als von Blondinen angebrüllt zu werden. Ich brauche das aber nicht, ich habe das hier jeden Tag. Also YouTube, bitte kein Sport mehr, aber auch bitte kein Essen mehr und auf gar keinen Fall Kochboxen, dann schon lieber Jens Raabe. Aber vielleicht sollten wir jetzt trotzdem nach diesem Video alle mal kurz um den Block laufen, solange wir das noch dürfen. Wir sehen uns wieder. Denken Sie noch an den Zukunftsmärkte-Report zu Alibaba, Tencent, JD.com auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.